ersten Arbeitsgang. Das ist praktisch, wir haben einen Hut, der von der Kundschaft ausgesucht worden ist. Jetzt schneiden wir mal den Rand ein bisschen runter, weil der außere Rand, der macht den Hut relativ fest und dann ziehen wir den nachher nicht. Also jeden Hut, jedes Material, was wir aufziehen, tun wir als erstes einmal ins warme Wasser rein. Und danach tun wir es jetzt in die Dampfglocken, dass warm wird und dann ziehen wir den, ist praktisch der erste Arbeitsschritt, das Material auf die Kopfform auf. Da haben wir jetzt die Dampfglocken. Da lassen wir jetzt einmal Minuten drin. Jetzt ist, das, ist der Hut richtig schön warm. Und jetzt lassen wir durch die Randstreckmaschine durch. So, und dann ziehen wir auf die Holzform auf. Und da muss man jetzt schauen, dass das relativ schnell alles passiert, weil umso wärmer der Hut ist, oder besser gesagt das Wasser im Hut drin ist, wo warm ist, umso leichter lässt er sich ziehen. Und jetzt haben wir ein sogenanntes Formschnüren und da tun wir mit einem Treibeisen die Schnür nach unten rein, dass sich der Hut, also dass das Rohmaterial schön an die Kopf anlegt und dass wir gescheit die gute Bandstelle haben. Und jetzt schauen wir, dass wir den Rand noch so flach wie es geht hinbringen, dass man nachher beim Flachbügeln nicht mehr so viel runterbügeln muss. Immer wichtig ist, nach jedem Arbeitsgang, dass man das Material wie im Strich, das was gegen den Uhrzeigersinn, durchstellt. Dass man nachher, wenn man das die Uhr aufreißen und scheren, dass man nachher eine saubere Oberfläche kann. Jetzt sieht man den Form gut, Kopf einmal aufgezogen, Rand aufbügelt und jetzt schneiden wir den Rand auf das richtige Maß ab. So. Ja. Und dann machen wir den entscheidenden Arbeitsgang, dass wir den Kopf eindrucken. Spritzen wir erst ein bisschen Wasser rein und dann dämpfen wir richtig rein, dass sich der gescheit formen lässt und drucken jetzt die Form, die endgültige Form, dass man den Hut erkennt, wie er noch ausschaut, drucken wir jetzt rein. Die Form vom Hut so einigermaßen so weit fertig, dass er dann zum Nähen rauskommt mit der Kordel und mit dem Metall.